Herzlich willkommen zurück, du America-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde America eingeschaltet hast. Wir sind ja im Add-on hier angekommen, wo wir ja die Mexikaner spielen, wo wir jetzt hier ja unseren nächsten Clou vorbereiten. Ja, stimmt hier, die Pferde können wir noch machen. Wir merzen mal ganz schnell die... unsere Freunde hier aus. Wir ballern die mal kurz weg, dass wir da Ruhe haben. Dass sie von oben nicht mehr kommen können. So, Attacke. Die geben nicht auf, ne? Die sammeln sich bestimmt hier unten wieder, ne? So, dann machen wir es halt so einfach. Das war jetzt doof. Schaffen die das dahinter? Okay. Ja, die haben jetzt keine Chance mehr, ne? Da kommt der Schutz. Uns fehlen die Kühe. Ey, es ist so wild, ne? Tauert euch zu, Kinders. Das ist mir scheißegal. Wir haben es ja schon ziemlich weit unten. Was mir auch... Freude bereitet. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Voll gut. So, machen wir den Turm noch kaputt. Ja, die tauern sich ja eh nur sinnlos zu. Boah, ist das gut, dass wir da schon mal die erste... Aber es ist total crazy, ne? Es ist halt wirklich so verrückt, dass die einfach nicht angreifen, ne? Und nichts machen.
Es ist so crazy. Okay. Ach, den Roten gehören die? Ist ja wild. Ach, weil die ja vorhin dahin sind, ne? Ah. Ich verstehe, ich verstehe. Wir brauchen eine Kirche. Obwohl, die lassen wir mal. So, dann lassen die uns jetzt hier wenigstens mal in Ruhe. So, die können fahren. Können wir uns jetzt hier noch eine Kutsche mal machen? Haben wir uns ein paar Priesterinnen? Ja, räumt es mal auf. Es ist halt so wild, ihr hattet das gesehen, ne? Das war ja... Hier ist gar nichts mehr, ne? Ist überhaupt nichts mehr. Ich meine, ich nehme es dankend an. Ich nehme es echt gern mit. So, dann... Amen. Wo geht die denn hin? Ihr könnt hier runtergehen, hier hin. Hier unten haben wir schon mal alle. Baller ich die Türme kaputt? Einfach nur um sicher zu gehen, dass hier keiner ist. So. Wir gehen mal hier oben gucken. Oder das machen wir gleich, wenn die... Wenn unsere... Ja, Kanone, unser Panzer hier fertig ist. Wir haben jetzt noch zwei Stück. Dann kommen hier die zwei noch rein. Ne, Moment, dann fehlen uns ja so. Müssen wir es machen. Okay. Ey, das ist ja sowas von wild. Dass da nicht ein Angriff noch reinkommt. Das ist total crazy. Ihr hattet es ja gesehen und ich habe nichts verändert. Ich habe wirklich nichts gemacht. So, dann würde ich sagen, wenn wir gleich 180 haben... 150, dann...
Könnt ruhig hier runtergehen. Ja, bestimmt hier oben voll Gold, oder? Nein! Oh! Scheiße! Ja, ich habe nicht gespeichert. Ja. Eigentlich speichere ich immer vor sowas, aber ich war mir jetzt gerade irgendwie zu sicher. Oh, jetzt haben wir den verloren. Ah, unedel. Oh, ist das mies. So, dann cashen wir da wenigstens mal das ganze Gold. Machen wir das halt so. Oh, ist das mies. Mann. Okay, das macht halt so gar keinen Sinn. Ja, die ballern uns da weg, ne? So, komm mal hier runter. Dann packen wir die mal dahin. Oh, oh. Können die nur die Gauchos oder was? Ja, wenn sie fällt, dann fällt sie, ne? Aber wir machen schon mal alles bereit. Ganz ehrlich, wir haben, seit ich hier aufnehme, keinen Angriff von hier gekriegt. Ist mir jetzt total egal, ne? Wir haben seitdem keinen Angriff gekriegt. Ist mir sowas von wurscht.
So, wir haben jetzt 3 Kanonen. Das zu managen ist halt wieder heftig, ne? STRG 1. Wir probieren's mal. Speicher über Speicher LP2 und dann probier es jetzt mal, komm. So, ja, einen haben wir verloren, aber wir haben dafür das Fort uns jetzt geschnappt. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet, was wir dann kriegen. Ich weiß, ich riskiere es hier gerade unheimlich. Aber ich will halt auch wissen, was wir rauskriegen. Ob es denn alles so, ja, ob sich's rentiert überhaupt, ne? So, noch eine Kanone. Das sind 2 Kanonen gewesen, ne? Oh, es ist so. Ja, was können die machen? Wenn ich da mit 3 Wagen hochballer, können sie uns eigentlich gar nichts, ne? So rum, ne? Weil dann können wir uns noch einen machen. So, ein Pferdchen brauchen wir noch. Wir haben hier noch ein paar. Ah, dann kriegen wir ein bisschen Gold. Dann schürfen wir da das ganze Gold weg. Ja, bis der jetzt geheilt ist, ist die auch fertig. Ja, die ist doch gleich fertig. Und dann greifen wir das an, dann haben wir hier hinten wenigstens schon mal das Gold uns gesichert. Ja, ich komme immer noch nicht drauf klar. Ah, nee, Moment, Pistole wollte ich ja nicht hier und da. So rum. So, mit 3 Kanonen können wir da schön hinfahren. Mit 3 Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. Vamos, vamos. Okay, wir haben wieder ein paar Kanonen. Ich weiß, ich hätte die auch alle sammeln können, aber ja, ich meine, ich will auch ein bisschen vorankommen. Ich will auch ein bisschen Action, ne? So, einmal hier reingefahren. Mir eh nicht mehr so ein.
Sieht alles schon zu golden aus, ne? Oh oh. Okay, hier ist ein 3000er Lagerhaus. Alles klar, nicht schlecht. Da können wir alle hinfahren. Alles doch noch nicht alles, oder? Ich fahre mal wirklich die ganze Map hier ab. Echt? Was ist das hier? Okay. Hier haben wir 10 mal Waffen. Echt, da bist du wieder bei uns? Ah, ist ja wild. Okay, ich fahr mal hier so ein bisschen die Map mal ab. Ich habe ja immer noch Angst, dass wir die so ein bisschen aufschrecken, ne? Zu unserem Feind. Und dann ballern die richtig los. Irgendwas läuft hier schief. Was ja mir zum Glück den Vorteil geschaffen hat, dass ich jetzt hier... Ich glaube, hier oben sind noch welche. Ich speichere lieber nochmal auf LP2. Ich sage euch, die sind hier oben irgendwo, ne? Die blauen. Ja, da sind sie doch schon. Irgendwas läuft hier schief, weil ja auch keine kommen. Irgendwas läuft hier, ich... Weiß nur noch nicht, was. Hä, Jungs, come on. Irgendwas. Ist mir egal. Ist mir sowas von egal. Wir haben. Wir schaffen die Map. Da ist mir egal. Jetzt müssen unsere Nonnen eigentlich von übers Ganze. Jetzt müssen die eigentlich wirklich über die ganze Map laufen, ne? Einmal. Wir warten noch schnell auf die nächste Kanone.
Können wir hier 4 Stück machen und dann noch einen, ne? Ah, ist halt schon echt eine wilde Story hier. Ich vermute mal, dass wir jetzt vielleicht noch in der Folge hier die Blauen vernichtet kriegen. Also diese Dunkelblauen hier, die Hellblauen ja noch nicht. Und dann... Ich will aber erst nochmal kurz heilen. Wow. Oh, die sind ziemlich, haben einen schnellen Schritt drauf, ne? Okay, läuft halt außen rum. Soll mir auch recht sein. Waren wir nochmal? Ja, ein Hühnerhäppchen. Würde lang und dann machen wir hier. Dann machen wir noch ein bisschen. Ja, komm, wir ballern den mal eine noch rein, komm. Wir schaffen das jetzt noch schneller rein zu switchen. Aber mich wird wirklich interessieren, was hier passiert ist, ne? Boah. Scheiße, war der knapp, okay. Na. Nein, beenden. Das will ich nochmal. LP4 war es, ne? Komm. Komm. Yes. Perfekt. Und das ist halt einfach dieser Stellungskampf, ne? Wenn du den richtig anstellst, dann sau stark. Dios. Hasta luego.
Man muss halt mal bedenken, ne? Das ist so. Du hast wirklich hier nur eine kleine, ich sag mal, Ranch, ne? Die haben sich so ausgebreitet, ne? Da, hier stimmt was nicht. Weil die halt auch gar nichts machen, ne? Ich glaube, ich habe sogar eher mit einem Bug zu kämpfen, also... Ich glaube, hier war eher ein Bug am Werk. Okay, die haben hier, glaube ich, irgendeinen... Ja, ich glaube, hier hängen die, ne? Ich glaube, hier hängen die irgendwie, ne? Ich glaube, irgendwie hingen die. Aber hey, mir egal, sollen sie machen. Irgendwas lief hier total verkehrt, aber soll uns recht sein. So, ballern wir die hier weg. Auch geil, ne? Da spielst du auf ultra schwer, damit der Spiel dann sagt, nö, ich hab keine Lust, nö, gewinn halt, ist mir egal, ich wehr mich nicht. Aber total verrückt. Überleg mal, wie verrückt das ist, ne? Aber es wäre, glaube ich, schon richtig heftig gewesen. Wenn es nicht gewesen wäre. Oh, ich weiß ja.
Oder das andere war halt ein Bug, ne? Weißt du halt auch nicht. Und die sind eigentlich so ziemlich friedlebend und greifen dich halt immer mal an. Aber ja, obwohl es hieß ja, die greifen dich immer mal an, ne? Ich glaube halt irgendwie, dass da ein Bug so ein Bug drin war, dass wir halt gar nichts, also dass die halt nichts machen. Dass die KI halt auf nichts programmiert ist. So direkt. So einfach macht nichts. Dass er sich so ein Bug reingeschummelt hat. Jetzt gehen wir noch hier hoch. Ah, ich glaube, hier haben wir doch schon unser Bug. Ich glaube, hier haben wir unser Bug, weil die hier so viele Forts haben, ne? Und hier rumstehen. Das kann halt alles sein, ne? Dass sie dann irgendwie die Truppen sich hier verkannten irgendwie. Weil das hatte ich ja mal mit den Natives, hatte ich das ja irgendwie mal. Da waren die doch auch total verbuggt. Und ich glaube, wenn das halt komplett passiert im ganzen Spiel, dann machst du halt nichts, ne? Guck mal, die machen halt gar nichts, ne? Ja, ich glaube. Guck mal. Jetzt schießen sie erst, ne? Ja, ich glaube, die sind total verbuggt, ne? Guck mal, die machen halt überhaupt nichts. Die chillen halt einfach nur. Okay, ich glaube, ich habe es gelüftet, das Geheimnis. Die haben einfach nichts gemacht, ne? Die haben einfach da gechillt. Gehen wir mal hier gucken. Nicht schlecht. So, wir treffen uns einmal hier. Ich will mal gucken, was hier noch so ist. Du
Jo. Ja, irgendwas ist hier verbuggt. Okay, hier ist noch was. Hier ist noch... Ja, wir müssen noch warten. Ich hätte noch zwei Stück gleich. Legen wir noch eine rein. Jawohl. Ja, dann können wir wirklich in der nächsten Folge das wirklich zu Ende bringen, ne? Fahren wir noch hier hin. Mach du mal die hier kaputt. Ja, ich glaube, die haben sich so festgebackt und bei den anderen sieht es auch, glaube ich, nicht anders da aus, ne? Unser Glück manchmal, ja, ist es halt einfach so, dass man dann mit einem Bug leben kann. Es war irgendwie gefühlt so, es fühlt sich jetzt nicht mehr so geil an, weil ich denke, boah, gefühlt habe ich halt fast gar nichts gemacht. Aber hey, geschafft ist geschafft. Aber auch krass, ne? Wenn die KI sich verbaut, ne? Nicht schlecht. So, dann überschreiben wir das mal. Ich glaube, wo habe ich es mir bei Völker oder so, ne? War das doch immer so. Da ich mir da auch so eine Mission. Okay. Einzige. Was? Ja, hey. Yeah! Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge, ne? Bis dahin macht's. Ah, da spielen wir ja die Desperados. Ja, ich würde sagen, ja, lange Folge. Wir gucken uns dann alles in der nächsten Folge an. Bis dahin macht's gut.